Ja, moin liebe Freunde des Drachenbluts und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von The Elder Scrolls 5 Dragonborn. Wir fahren fort. Netz, mein Herr. Hier gibt es traditionelle Dunkelelfenspeisen und Getränke. Geld ist scheut weder Mühen noch Kosten. Heißt es nicht andersrum? Aber egal. Ja, Hallöchen, Popöchen. Wow, Todesmal. Ja, das haben wir ja schon. Das ist ja erledigt. Nö, nö, ich brech nicht ein. Nein, nein. Das, ich überprüfe nur, ob das Schloss gut ist. Glaubt zwar kein Mensch, aber egal. Ich fand es einfach nur interessant, dass sich in seinem Haus rein zufällig eine Schatulle befunden hat. Dann noch eine der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Willkommen im spuckenden Netz. Hier gibt es den besten Soyama, der euch je über die Lippen kommen wird. Geil. Die Redoran-Wache hat in den Bergen einen Rudel Werwölfe entdeckt. Vielleicht wissen die Jäger oben bei der Frostmondschlucht mehr. Jetzt wissen wir, warum die so unfreundlich sind. An der Küste ist es gefährlich. Dort treiben Plünderer ihr Unwesen. Ich habe gehört, sie suchen nach dem Schatz von Haknir Todesmal, dem Piratenkönig. Hm. Kommt wieder vorbei, wenn ihr Durst. Ich werde ihn. Piratenkönig? So Goldie Roger mäßig? Ja, schön. Erfahren wir mal nebenbei, das war ein Piratenkönig. Auch geil. Die ist geöffnet. Die Leute gönnen sich etwas zu trinken. Und ich verdiene wieder Gold. Ganz wie früher. Ja, da freut er sich. Ja, endlich wieder kommt Kohle rein hier. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, schön, dass alle zufrieden sind. Nur ich bin nicht so wirklich zufrieden, weil ich suche immer noch dieses blöde Versteck. Es muss ja nicht unbedingt... Moiwein Angrab. Wer es beobachtet, mich einer. Och Mann. Blöden Dietrich hier, echt. Jetzt. Geht doch. Hat aber nicht mal gereicht, um was was zu skillen. Aha. Ich könnte die Aschkartoffeln einfach so entnehmen. Pass auf, Lai. Was macht ihr hier? Ihr habt Verbrechen gegen die Leute von Solzheim begangen. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich glaube, hier gab's... war hier nicht die Quest mit den Aschenwesen, die wir platt machen mussten? Hier ist nämlich das Tempelahnengrab. Es würde mich aber wundern, wenn die Dunmer-Wachen ausgerechnet in den Gräbern ihre Getränke verstecken würden. Das würde mich echt ein bisschen wundern. Oh, ein Armgrab. Genau da fängt Musik an. Nee, ist klar. Weizen? Wacholder. Aber kein... Merkwürdig. Wirklich sehr merkwürdig. Ja, ich weiß, ich bin ein Vampir und wir brennen in der Sonne, wissen wir. Das ist nichts Neues mehr. Oder vielleicht sollte ich mal doch im Bollwerk suchen. Da halten sich ja die meisten Soldaten auf. Ich wollte gerade sagen, hä? Aber danke, dass sich das schon mal geskillt hat. Finde ich gut. Hier vielleicht zufällig eine Schatulle. Ja, da ist eine.
Reicht ja, wenn ich den nehme. Muss sie nicht wissen, dass sie gestohlen ist. Abst. Nicht weiter sagen. Dach. Aus dem Weg. Ich bin noch gar nicht im Weg. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Ihr habt Rabenfels vom Verderben bewahrt. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ich bin so froh. Ihr hattet Erfolg, wo ich stets versagte. Ihr habt die Gefahr für Ratsherrn Morweins Leben beseitigt. Kann ich mit euch sprechen, das vergesse ich euch nie. Natürlich, Sindiri. Was macht euch Sorgen? Ich mache mir Sorgen um unsere Nahrungsvorräte. Durch eure Unterstützung der Redoran-Wache bei den Aschenbrutangriffen und eventuell habt ihr euch sie hier uns einen aus. Guten Ruf verschafft. Ich werde mit Galvin sprechen und versuchen, den Ernteertrag in dieser Saison zu steigern. Tut mir leid, Sindiri, aber in diesem Jahr müssen wir uns wohl etwas öfter von Aschsüßkartoffeln ernähren. Das hier ist das Gebiet von Haus Redoran. Vergesst das nicht. Nein, vergesse ich schon nicht. Mein Gott. Wie lange wollt ihr ihm noch als sein Schild dienen, Adriel? Der Redoran-Rat hat mir aufgetragen, Lerits Leben zu beschützen. Und das gelingt mir zweifelsohne seit mehr als 100 Jahren. Er ist fast wie ein Bruder für mich und wir alle schulden ihm unser Leben. Soll ich ihm jetzt plötzlich den Rücken zudrehen? Verzeiht mir, Liebster. Es ist diese Insel. Alles ist anders, seit wir Fadenfall verlassen haben. Es ist, als würde ein Teil von mir fehlen. Jeder Dunmer ließ ein Stück von sich zurück, als wir unsere Heimat verließen. Nun können wir nur noch das Beste aus dem machen, was wir haben. Jawohl! Er hat gesprochen. Auch hier ist eine Schatulle. Und die ist interessanterweise nicht versiegelt. Aha. Er hat seine eigene Rüstung. Antwort des Hauses Redoran. Andriels Untersuchungsergebnisse. Ratsherr Morwein. Nachfolgend findet ihre die Ergebnisse der angeforderten Bestandsaufnahme. Das Bollwerk erfordert umfassende Reparaturen. Die Asche sickert langsam durch die Risse in die Baracken und schwächt die Stabilität des Gebäudes. Die Reparaturen am Hafen sind abgeschlossen. Wir können jetzt zwei Schiffe gleichzeitig unterbringen, falls dies erforderlich sein sollte. Insgesamt haben wir in den letzten 2 Jahren 26 Mitglieder der Redoran-Wache verloren. Das ist viel. In den letzten 5 Jahren wurden 10 davon ersetzt. Das heißt, sie haben 16 offen noch. 16 Stellen. Nicht gut. Der Zustand des Wassers um die Insel herum hat sich nicht verbessert. Auch wenn es weiterhin Fische gibt, sind es bei weitem nicht genug, um unseren Unterhalt als Fischerstadt zu gewährleisten. Wie ihr erkennen könnt, sind wir dringend auf Hilfe angewiesen. Es beschämt mich, euch so schlechte Nachrichten überbringen zu müssen, doch ich erfülle nur meine Aufgabe. Adriel. Ratsherr Morwein, obgleich ich mir in der Dringlichkeit der Lage auf Solzheim bewusst bin, kann ich eurer Forderung nach Vorräten und Geldern im Augenblick nicht nachkommen. Das ist nichts Persönliches, Leriel. Eure Insel ist eine von derzeit 74 entfernten Siedlungen Morwins. Das Haus Redoran muss diese Außenposten in Bezug auf ihre Wirtschaftlichkeit und strategische Bedeutung priorisieren und stehen nur begrenzte Gelder für die Siedlungen zur Verfügung, sodass wir uns entscheiden müssen, welche Vorrang haben. Solzheim steht auf dieser Liste leider sehr weit unten. Ich tue alles für euch, was in meiner Macht steht. Ich muss euch allerdings bitten, noch ein wenig länger durchzuhalten. Drallis Reulen, Ratsmitglied, Haus Redoran. Also ich glaube echt, wenn ich mal wieder Morrowind spiele, dann sollte ich echt mal für die Redoraner spielen, wa? Weil das habe ich noch nie gemacht. Immer wenn ich Morrowind gespielt habe, ich habe immer für das Fürstenhaus Lalu gespielt. Immer. Ich habe nie für ein anderes gespielt. Immer Lalu. Was war das denn? Morwein ist der einzige Grund, warum Rabenfels all die Jahre überlebt. Tja, aber Rabenfels geht es nicht gut, wie man merkt. Da ist es im spuckenden Netz gibt es den besten. Gehen wir mal ins Bollwerk. Also das Bollwerk kann man als eine Art Kaserne verstehen. Glover Mallory ist ein Naturtalent mit Hammer und Amboss.
Er hat meine Rüstung meisterlich repariert. Gut, dass es Hammer und Amboss ist, nicht Hammer und Sichel. Aber Hammer und Sichel wäre eher mit Bauern und Schmied passender. Truhe mit Beweisen. Okay, die Truhe mit Beweisen ist einfach mal in der Kaserne und nicht im Gefängnis. Auch nicht schlecht. Wir haben ja nicht vor, irgendwelche Verbrechen. Aber das Bollwerk ist echt klein. Das ist ja, weiß ich nicht. Auch wenn das hier Grenzgebiet ist, gibt es immer noch Regeln. Ich frage mich. Gefangenentruhe, ja? Tag. Milore drüben auf dem Irrenhof sollte immer noch Tränke mischen, wenn ihr so etwas sucht. Ganz im Westen der Stadt. Ja. Haben die überhaupt einen Gefangenen? Ich glaube nicht, ne? Beziehungsweise, ich glaube, das ist noch ein normaler Bereich, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Bin mir echt nicht. Das war so klar. Ich frage mich, wo ist hier bitte der Gefängnisbereich? Oder ist das hier das Gefängnis? Das ist aber dann ein sehr luxuriöses Gefängnis. Also ohne Witz. Aber wirklich sehr luxuriös. Okay, irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Hier ist doch noch ein Gebäude. Was ist denn mit dem hier? Tempel. Achso, ja, stimmt ja. Das war ja der Tempel. War hier noch irgendwas? Irgendwie ein Zugang versteckter, irgendwie sowas in der Richtung, wo man möglicherweise Wein lagern kann. Ihr reist gen Osten. Macht besser einen großen Bogen um Telmetrien. Ja, die Fürstenhäuser misstrauen sich untereinander. Das stimmt. Ich glaube, das sind auch schon Feindseligkeiten, die sich über Jahrhunderte hinwegziehen. Bei den Dunmern. Weil die waren sich ja nie wirklich grün, die Fürstenhäuser. Ja, der Melori. Das Gebäude ist in Betrieb, aber das hier nicht. Ich muss hier nochmal gucken, weil ich will wissen, ob hier eventuell ein Wein ist. Weil wir wissen auf jeden Fall, dass das hier bewohnt ist. Weil hier liegen zwei Bettbezüge. Also wird das ja wohl bewohnt sein. Den Teppich kann man leider nicht einfach so wegnehmen. Ich habe keine Ahnung. Nachdem die Aschenbrut erledigt ist, kann ich meinen Männern die verdiente Rast gönnen. Gut gemacht. Danke. Im Severin-Anwesen vielleicht? Obwohl das ja mein Haus ist. Ach, guck mal. Die liegt hier immer noch. Aber ihre Tochter nicht mehr. Die ist weg. Genau, das ist unsere Schmiede. Aber ganz ehrlich, die hätten sie dann doch gekillt, oder nicht? Ich meine, das waren ja nun Lalu-Spione, wie wir ja mittlerweile wissen. Ja, dann hätten sie die doch gekillt. Es sei denn, sie machen es jetzt danach. Weil sie sich denken, ja, der ist ja sowieso nie da, also können wir das ja nutzen. Warum sammle ich die alchemistischen Zutaten eigentlich noch? Ich werde die doch eh nicht mehr benutzen, ne? Ist ja auch egal. Truhe. Warte mal, hatten wir nicht den Schlüssel für eine bestimmte Truhe erhalten? Oder aber es gibt hier einen Geheimgang, von dem wir nichts wissen.
keine Ahnung, ehrlich. Aber ich will jetzt auch ehrlich gesagt hier nicht andauernd rumsuchen nach ein paar Weinflaschen, die hier wahrscheinlich sonst wo sind. Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich finde es interessant, dass die Severin-Tante immer noch da liegt, während ihre Tochter verschwunden ist. Was die Häuser angeht. Er meinte ein verlassenes Haus am Stadtrand. Dazu müssten wir jetzt genau wissen, wie groß exakt Rabenfels ist. Und das wissen wir alleine schon nicht. Also ich denke mal, dass das hier so eine Art Grenze ist. Und danach kommt ja nichts mehr. Danach ist ja nur noch gehende Leere. Da ist ja nichts mehr. Außer jede Menge Bäume und so weiter, aber halt keine Gebäude, wisst ihr? Genau, da ist der Turm, der wahrscheinlich auch wieder besiedelt ist. Oh, was haben wir denn hier? Ein Schrein von Kynaret. Guck an. Holen wir uns gleich mal ihren Segen ab. Haben wir zufälligerweise einen Schrein von Kynaret gefunden, aber leider nicht das, was ich suche. Warte mal, was ist... Achso, das ist die Mine. Ich habe echt keine Ahnung, wo hier noch was sein soll. Es lässt mir ja keine Ruhe. Ich weiß, es ist schlimm. Ich weiß. Ja, wir machen gleich die Grabstätte. Alles gut. Ich glaube, die ist eh nicht so weit weg. Die Insel ist ja zum Glück nicht so riesig. Hier ist auch kein Haus mehr, ne? Nee. Hier hatten wir vor allen Dingen auch schon geguckt. Also ich sag euch, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, wo der Wein sein soll. Keine Ahnung. Und ich habe auch ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich die Motivation, danach zu suchen. Das muss ich auch noch dazu sagen. Oh, rennen hier Spinnen rum? Ach, nö. Auf Spinnen habe ich jetzt eigentlich nicht so die Lust. Was? Ich glaube, wir sind auch schon viel zu weit weg von Rabenfels. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Es könnte quasi überall sein. Aber ich gehe jetzt nochmal nach Rabenfels zurück. Dann können wir eben mal die beiden Anhänger abgeben, die wir gefunden haben. Ne? Ausdauer nochmal heilen. Hier ist viel mehr los. Unbedingt. Hier habt ihr eure Bezahlung. Danke. Für zwei gestohlene 1000. Finde ich gut. So, und jetzt gehen wir zu den Grabfritzen. Der Bauernhof wäre noch eine Möglichkeit. Fällt mir gerade ein. Auf jeden Fall leben diesmal noch welche. Das ist jetzt Ralis Problem. Wenn sie die Draugr nicht aufhalten konnten, wer dann? Anscheinend sind die Söldner aufgerieben worden, so wie sich das anhört. Aber die Zelte werden immer größer, finde ich schon mal interessant. Vor allen Dingen mit kaiserlichem Symbol. Wahrscheinlich hatten sie kein anderes Zelt, das sich groß darstellen lässt, ich weiß es nicht. Das ist jetzt Ralis Problem. Oh, ich hatte gehofft, ich würde euch nicht ganz so bald wiedersehen. Es sieht so aus, als hätten diesmal wenigstens ein paar Bergleute überlebt. Tja, nun. Die Söldner haben ihre Arbeit getan, waren jeden Septim wert. Natürlich sind manche da vielleicht anderer Meinung. Die Toten zum Beispiel. Bei den Göttern. Was für ein Debakel. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber Übung macht schließlich den Meister. Ja, genau. Ihr geht und erledigt erneut die Draugr. Und ich halte den Rest dieser Envar davon ab, davonzulaufen. Mhm. Gut. Also das kleine Spielchen von vorne. Bergarbeiter haben gegraben, haben Tote gefunden, Tote greifen an. Viel Tod und Verderben. Reste und ab. Ralis gibt uns Bescheid. Und wir dürfen wieder aufräumen. Schön. Wow. Wow. Aua.
Wow. Diesmal sogar direkt vor der Tür. Heidewitzka. Ah ja, deswegen. Und da lauert einfach mal ein Todesfürst. Jo. Es konnte nicht anders enden. Goldbarren, jawohl. Gern genommen. Kommen noch welche aus der Erde? Oder wie sehe ich das jetzt? Da ist schon mal eine Truhe, danke. Hier ist nichts weiter mehr. Hier ist noch eine Truhe, aber die haben wir schon gelootet. Kolbjornwache, ja. Ist auch einer gestorben. Da ist sie. Habe ich doch gesagt, die ist direkt hier. Und wir müssen noch mal Geld ausgeben. Das sehe ich jetzt schon. Wir müssen auf jeden Fall noch mal Geld ausgeben. So wie es aussieht. Ich frage mich, wie lange das noch gehen soll. Ob das bis 4.000, 5.000 hochgeht. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es wirklich nicht. Hört ihr das? Oh, eine Todesfürstin. Wie oft hat sie jetzt ihre Waffe gezogen? Ich kann die Urne immer noch nicht nutzen. Also müssen wir tatsächlich noch mal mindestens einmal graben. Und ja, diese komische Tür werden wir später auch noch öffnen. Keine Sorge. Das war falsch. Aber was hat es damit denn auf sich? Ah ja. Tut mir leid, dass sie keine Beine mehr haben. So, jetzt hat sie wieder welche. Einfach wieder dran gemacht. So wie so ein Lego-Bauteil, einfach so rangesteckt, ne? Was für ein Panel, lässt sich einfach nicht stören. Ja, wir sind zwar ziemlich mächtig, aber leider nicht mächtig genug. Und ja, das wurmt mich. Aber es bringt trotzdem nichts. Okay, irgendwas hat sich jetzt geändert. Magie benutzt. Hier aus dem Weg. So.
Die andere hat sich zurückgezogen. Und scheint Verstärkung mitzubringen. Da sind noch mehr Draugr gerade rausgekommen. Da kommt... Todesfürsten an von Jung! Und ja, ihr hört es richtig, es laufen gerade zwei Lieder gleichzeitig. Oh! Au! Wow. Gut. So, die Lieder können sich jetzt beide beruhigen. Alles wird gut. Okay, also hier geht es irgendwie weiter, so wie es aussieht. Die Frage ist wie. Seht ihr das? Wir alle anklicken müssen. Ich komme an den Ring nicht ran. Aha. Hier ist noch ein Geldbeutel. Danke. Wir haben es auch so dringend nötig. Azidals Ring des Arkanen. Aha. Ein weiterer Ring. Sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Der wird niemals alt. Oh, toll. Au. Ah. Ich frage mich echt, was das für ein Schrei ist, den wir kriegen werden. Da bin ich echt mal gespannt. Aber mindestens einmal werden wir auf jeden Fall nochmal graben lassen müssen. Der war sogar bewaffnet hier. Ist einfach scheiße, dass so viele immer sterben. Blöd. Ah, naja, was willst du machen? Kann man nichts machen, ne? Die Draugr sind jedenfalls vernichtet. Jetzt kann er weiterarbeiten. Dürfte jetzt Phase 3 dann gewesen sein. Es war ja pro Phase 1000. Also die nächste Phase dürfte dann jetzt 4000 sein. Wenn es nicht sogar 5000 sein wird. Nun? Alle Draugr sind tot. Gut. Wenigstens auf euch kann ich mich verlassen. Ich glaube, wir sind fast am Boden des Hügelgrabs angelangt. Doch ich werde alles tun, was ich kann, um weitere Bergleute zu finden. Wir haben uns einen guten Namen gemacht, aber mit genügend Gold kann ich es schaffen, gerade so. Wie viel? 5000. Ihr wollt 5000 Septime? Ich weiß, dafür könntet ihr schon fast ein Haus bekommen, aber wie ich schon sagte, wir sind hier draußen ziemlich berüchtigt. Und Gold ist das einzige Gegenmittel gegen einen schlechten Ruf. Habt ihr das Gold? Das habe ich in der Tat. Gut, gut. Diesmal zahle ich für ein paar erfahrenere Haudegen. Damit dürfte es klappen. Wer, wenn nicht?
reiß ich dir den Arsch auf bis nach Nassau. Aber versprochen, Freundchen. Okay. Tja, Quests haben wir ja keine weiteren mehr, glaube ich. Doch, den Ebenerzkrieger könnten wir machen. Ja, stimmt, da war ja noch was. Wir hatten ja noch was. Richtig. Aber jetzt haben wir erstmal ein paar Sachen, die wir gleich mal verkaufen dürfen. Nicht wahr? Und dann haben wir auch übrigens Partende. Fällt mir gerade ein, beziehungsweise sehe ich gerade. Wir haben Partende, meine Damen und Herren. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und ich glaube, ich werde gleich echt mal gucken, was das mit dem Wein auf sich hat. Weil ich habe echt keine Ahnung, wo das hier sein soll. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Beim besten Willen nicht. Keine Ahnung. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr es gucken werdet. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Also das Verkaufen werde ich offscreen machen, ne? Nur, dass es klar ist. Also wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allem, bleibt mir gewogen und bleibt gesund. Ciao, ciao.